Katzen. Hast du diesen Dreck schon mal probiert? Was? Nein, ich war in Thompsontown. Ach, wirklich? Und? Was hast du gefunden? Deine Mutter. Ich habe deine Mutter gefunden. Oh Mann, die muss wohl ziemlich schmal gewesen sein, solange wie sie da schon liegt, meine ich. Nein, im Ernst. Dein Vater hat dir jahrelang eine Lüge über den Tod deiner Mutter aufgetischt. Was? Haben sie dir jetzt den Schädel verbeult oder was? Es ist unmöglich, mit dir über ernste Dinge zu reden. Was redest du da für einen Unsinn? Muss ich mir jetzt Sorgen um dich machen? Okay, halt mal die Luft an. Ich mache es kurz. Deine Mutter lebt. Und jetzt ist sie in der Bastion, weil ich sie dorthin geschickt habe, um dich zu treffen. Das ist doch gequirlte Scheiße. Ich glaub dir kein Wort. Lass mir überlegen, was dich überzeugen könnte. Deine Mutter heißt Danya. Sie wurde früher oft die Eiserne Lady genannt. Vermutlich haben die Berserker ihr diesen Beinamen gegeben, weil sie eine Morkon ist. Vorher weiß... Egal, erzähl weiter. Ich kenne deinen Namen, Fox. Ich kenne deinen richtigen Namen, den dir deine Mutter gegeben hat. Du willst mich doch verarschen, oder? Nein, Forrester. Das ist mein voller Ernst. Deine Mutter lebt und will dich treffen. In der Bastion. Aber das ist... Das würde bedeuten, dass... Ja, ist es. Also, ich muss dich jetzt nur noch hier rauskriegen. Mach dir keine Mühe. Das werde ich selbst erledigen. Aber warte mal. Sollen sie doch versuchen, mich aufzuhalten. Ah, ich war wohl überzeugend. Warte! Warum ist die Musik auf einmal so episch? Du bist jetzt also Erzberserker, was? Sieht wohl so aus. Ich kann mich noch gut erinnern, wie du hier vor mir gestanden hast und ich dich nicht durchgelassen habe. Schön, dich in unseren Reihen zu wissen. Man sieht sich. Echt jetzt? Lothar? Wirklich Lothar? Hier ist einfach zu viel. Gut, dass ich dich treffe. Schon eingelebt? Wart's ab. Weißt du, was die Berserker gemacht haben? Erzähl's mir. Ich war bei diesem Fenris und musste seine Befragung über mich ergehen lassen. Er wollte wissen, was ich über die Morkons weiß. Ich habe anfangs gar keinen Ton rausbekommen. Dachte schon, er prügelt die Antworten aus mir raus. Stattdessen hat er mich mit Splittern überschüttet. Meine Taschen sind randvoll. Mir platzen fast die Nähte. Und jetzt rat mal, warum ich damit zu dir komme. Suchst du einen Schneider? Mach dich nicht lächerlich. Hier, nimm. Jetzt kann ich mich endlich bei dir revanchieren. Hab ja gesagt, ich werd's nicht vergessen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann ist mir die Überraschung ja gelungen. Jetzt muss ich aber wieder los. Hau die Splitter nicht gleich alle auf den Kopf. Ach ja, sieh dich doch mal beim alten Leuchtturm im Süden um. Dort wartet ein Begrüßungskomitee auf meine Verfolger. Wirst also leichtes Spiel haben, wenn du ein paar Taschen leeren willst. Okay. Leuchtturm? Ich weiß ja nicht. Lasse, hast du was zu vermelden? Nö. Okay, war ein alten Leuchtturm. Mit Tiag sollte ich auch noch reden, ne? Angeblich ist der ganze Trupp draufgegangen. Den Fraß kriegt doch keiner runter. Da wird doch der Hund in der Pfanne. Bin ich jetzt eigentlich noch Mitglied der Krallen? Ich weiß es gar nicht mehr. Und was ist eigentlich mit ihm jetzt? Schraubt der immer noch? Lass mich meine Arbeit machen. Ja, er schraubt immer noch.
Was ist denn hier los? Ich glaube, hier fehlt Grafik. Ja. Gibt's was? Nee. Geh weiter. Okay. Okay, sorry. Ich muss sagen, das Vor sowieso grafisch ein bisschen verbuggt, ne? Hier fehlt definitiv Farbe. Okay, ich soll zum leuchtenden Turm. Leuchtturm, Leuchtturm, Leuchtturm. Da war Leuchtturm. Dann gehen wir nochmal runter. Frösche. Hä? Oh! Oh! Da fuck! Du dumme Sau! Da bist denn Deppe, da kommt der nächste. Junge! Da liegst du nieder! So, Taschen plündern. Bin ich immer dabei? Servus. Zum Glück hat der Morgon sein Maul aufbekommen. War nicht einfach, kannst du mir glauben. Hat sich vor Fenris fast in die Hosen gemacht. Er musste ihn mit reichlich Splittern füttern, um seine Maulsperre zu lockern. Das hätten wir billiger aus ihm rausbekommen. Fenris weiß schon, was er macht. Wann rücken wir ab? Bis sicher ist, dass wir keine weitere Zecke mehr im Fell haben. Ach Quatsch, wir haben alle erwischt. Lass lieber bei Chloe einen heben. Na schön, du zahlst. Du bist in Ordnung. Okay. Ich geh mal gucken. Liegen hier Leichen? Ja, so ein paar. Die fehlt auch Farbe. Ich glaube, ich muss mal neu laden. Eigentlich nur die Frage, wo liegen die überall? Hier oben schon mal nicht. Tihomir? Die hat sogar Namen. Okay. Wo ist der Rest? Der sagt, der sammelt was von wegen, wir haben alle erwischt und hier liegt aber nur einer. Warte mal. Lebende Dinge. Ja, hier ist einfach nur einer. Das hat sich ja voll gelohnt hier. Da ist auch keiner. Und da oben wird sicherlich auch keiner liegen. Echt jetzt wegen einem so einem Idioten komme ich hierher? Und der hat ja noch nicht mal was Gutes dabei. Oh, war traurig. Das ist aber traurig. Du, das sag ich dir, du. Okay. Mit 3E. War nicht da so. Dann wollte ich eigentlich noch mal schnell zu ihm hier gucken. Wie hier so geht. Hier, ich habe seinen Namen vergessen. Er hier, genau. Brambart. Es wird Zeit, dass wir uns intensiver um Karakis kümmern. Der soll man mal selber zu sagen. Oh, toll. Guter Mann. Okay, der Schmied ist weg.
Hat der was für mich liegen gelassen? Nee, ne? Kann ich denn? Hab ich denn? Nö. Auch nicht. Okay, das Feuer brennt hier einfach immer noch. Ganz großartig. Dann einmal zurück zur Bastion. Und dann mal Fox und seine Mama angucken. Oh Mann. Mein Junge. All die vielen. Nein. Hör mal, ich hätte da ein weiteres Anliegen an dich. Ich möchte einige strategische Pläne der Berserker erforschen. Das ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Weißt du denn schon, wo du solche Pläne finden könntest? Eine Gruppe Berserker, die solche Pläne haben könnte, ist gerade im Umland des Forts von Tavar unterwegs. Wir sollten uns das mal genauer ansehen. Dieser. Und vergiss nicht, was du sagen wolltest. Ich habe jetzt erstmal Sendepause. Das macht es auch nicht mehr ungeschehen. Aber ich muss irgendwas tun. Kümmere dich um dein Leben. Wir haben schon viel zu viel Zeit vergeudet. Oh Mann. Ich danke dir, dass du mich gefunden hast, Fremder. Dein Freund hat eine gute Nase für fast aussichtslose Situationen, so wie es aussieht. Nicht nur das. Er hat auch ein gutes Timing. Ich stehe in deiner Schuld, Jax. Schon wieder. Wirst du bei uns bleiben? Nein, ich muss wieder zurück. Ich will nicht, dass sie nach mir suchen. Ihr sollt hier oben wegen mir keine Probleme bekommen. Aber du kommst doch wieder zurück? Jetzt, da wir wissen, dass wir einander nicht verloren haben, werden wir die Zeit finden, uns wiederzusehen. Doch jetzt haben wir erst einmal unsere Aufgaben. Ich muss meinen Beitrag in der Grotte leisten und du hast deine Pflichten hier oben. Soll ich dich begleiten? Ich bin eine Morkon. Mach dir keine Sorgen. Wir werden uns finden. Ja, das werden wir, mein Junge. Foxy! Was wirst du jetzt tun? So sehr ich mich auch über meinen Vater ärgere. Ich weiß, das bringt mich kein Stück weiter. Ich habe den Plan, mich bei den Berserkern zu rehabilitieren, immer noch nicht verworfen. Im Moment habe ich allerdings noch keine Idee, was das sein könnte. Aber ich gebe dir Bescheid, sobald ich es weiß. Für dich zu kämpfen, ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Bis dahin bleibe ich natürlich an deiner Seite und werde dich weiterhin unterstützen. Ich habe dir viel zu verdanken und stehe in deiner Schuld. Jax. Tartagorak. Isura. Emre. Jax. Jax. Oh. Verdammt, wo bin ich? Wieder einer dieser Aussetzer. Was für eine Scheiße. Es wird immer schlimmer. Was habe ich getan? Mir fehlen ein paar Stunden. Diese verfluchte Infektion. Wenn ich will, dass das aufhört, werde ich mich darum kümmern müssen. Mein Bestreben, die Menschheit einen zu wollen, wurde über die Jahre ziemlich strapaziert. So behielt ich zu keiner der Fraktionen je ein dauerhaftes Verhältnis. Wer weiß, wie es diesmal sein wird. Warum bin ich jetzt hier? Ich meine, da unten lungert einer rum. Weiß nicht, was er da macht. Pennt er da? Oder was? Ein dunkles Ilex, wow. Warte mal, da hinten, ne? Oder da? Oder da?
Oh, hier ist Trommelumengang. Der. Ich glaube, wir können schon langsam aber sicher deren Gebiete einnehmen, ne? Lebt dich? Oh ja, der lebt. Weich aus der Kutsche, du Schakal. Schlafen alle. Lebt auch. Nö. Was ist das da hinten? Eine Kröte oder so, ne? Der lebt. Ah! Was hat der denn gerade? So ein Kack. Oh, scheiß beschissener Flusskriecher. Das tat vielleicht ein bisschen weh. So, warte mal, die habe ich doch eigentlich schon auseinandergehauen, ne? Aber anscheinend sind die wieder da. Interessant. Noch ein brauchbares DNA-Fragment des Gyaniden. Das artet langsam in Arbeit aus. Natürlich, jetzt kommen wir gleich alle. Ja, okay. Ganz gut, dass wir hier gelandet sind. Ein abartiger. Ja, ich war noch nicht fertig mit Fox, ne? Wie überhaupt? Da oben. Okay, cool. Das ist mittlerweile Nacht. Tiag soll ich auch noch nehmen. Hey, was ich dich noch fragen wollte. Du drehst doch jetzt nicht völlig durch, oder? Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. Ach so, klar, na dann kann es ja nicht so schlimm sein. Wenn man sich darum kümmert, wenn man die Zeit dazu findet. So, wo ist denn nicht herlaufen, Nessie? Erst war Tieralk. Hast du auch wieder einen Auftrag? Garok nicht. Mit ihm? Es gibt immer etwas zu tun. Ja, okay, Krull. Jax, hör zu. Wir müssen reden. Azota, Imotega, Almosa, Insolesta. Bitte nicht jetzt. Wir brauchen dich. Wie ist die Lage? Mich erreichten gerade Nachrichten über eine Horde Skyanidenspäher, die sich unserer Bastion nähern. Wir müssen uns sofort darum kümmern, sonst werden wir von ihnen überrannt. Pass auf, da sind sie schon. Was? Ah!
Echelopen? Der Schutzbestie. Der will nochmal, wer hat noch nicht? Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ja, sind noch mehr, ne? Schön, dass die hier alle wieder die Ruhe weg haben. Ist ja nur ein ganzer Arsch. Ihr dürft gerne mitkommen, ne? Erstmal um die Geschützdinger kümmern. Wieso läufst du mir hinterher? Hast du nichts anderes zu tun? Gleich. Müssen wir alles einsammeln, was nicht so nagelfest ist. Haben wir sie jetzt? Viel Loot, das ist gut. Ne, war glaube ich noch nicht alles. Irgendwo rennt hier noch einer rum. Hey du! Oh, nicht jetzt! Ich will den Berserkern einen Besuch abstatten. Bist du jetzt dabei oder nicht? Du meinst, ich soll dich im Vorher rumführen und dich mit den wichtigen Leuten bekannt machen? Ja sicher, was denn sonst? Also was ist jetzt? Bist du ein Mann oder eine Maus? Na schön, das ist aber das letzte Mal, dass das klar ist. Okay, dann mach kein langes Palaver und bring mich ins Hauptquartier der Berserker. Die Sache kann nicht länger warten. Ich muss meinen Plan jetzt umsetzen. Hör mal, du Vogel, eins noch. Hast du in letzter Zeit zu wenig Schlaf gekriegt oder was? Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. Mann, ey. Wir mal alle einsammeln hier. Da liegt noch eine Waffe. Den hatte ich schon. Euch und eure Lieben. Sammelt Munition, aus dem noch herumliegt. Hortet und pflegt eure Waffen für den Ernstfall. Und wenn es darauf ankommt, tut, was getan werden muss. Irgendwann blicken wir in eine bessere Zukunft. Das sagt euch Herbert aus dem Orbit. Oh, da vorne ist Falk, scheiße. Ich wusste nicht mal, dass wir zwei Berserkerwachen stehen haben. Aber die waren ja... nutzlos bis zur Unendlichkeit. Also, T-Alk, ne? Wo ist denn T-Alk? Das war knapp. So fühlt sich das also an, wenn man den Boden unter den Füßen verliert. Ah, du hast ja keine Ahnung. Vom eigenen Volk verraten und ausgestoßen zu werden. Das bedeutet, den Boden unter den Füßen zu verlieren.
War sicher keine leichte Zeit für dich. Nein, nicht wirklich. Glaube ich gerne. Doch im eigenen Zuhause vom Feind angegriffen zu werden, ist auch keine Kleinigkeit. Gut, dass diese Biester nichts mehr an ihre Herrchen weitergeben können, sonst hätten wir bald eine Garnison der Skyans hier bei uns. Was lässt dich glauben, dass sie das nicht könnten? Nun ja, sie sind alle erledigt. Ich traue diesen Viechern mittlerweile eine ganze Menge zu. Warum nicht auch so etwas wie Telepathie? Mach keinen Scheiß, Mann. Dann hoffen wir besser, dass du Unrecht behältst. Was kann ich noch tun, um unsere Situation zu verbessern? Du hast in jedem Fall erst einmal genug Waffengefährten rekrutiert, dass es eigentlich für den Moment reichen müsste. Interessante Truppe ist das. In der Tat. Was steht als nächstes an? Lass mich erst noch einmal eine Bestandsaufnahme machen. Dann sehe ich besser, wo wir gerade stehen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich wieder deine Hilfe brauche. Vielen Dank. Wir werden unsere Bemühungen verdoppeln. So etwas darf nicht noch einmal passieren. Oder verdreifachen. Ja, vor allem muss Kaya auch mal wieder herkommen, ne? So, was ist mit ihm? So, es ist mal wieder soweit. Ich hab da was für dich. Also immer schön dranbleiben. Ich tue es auch. Danke, Martin. Tschüss, Martin. Oh, hier ist noch eine Waffe, Martin. Okay, Fox ist durch. Was ist eigentlich mit ihm hier? Mit Zoom? Oder mit Asuka? Später habe ich sicher Zeit für dich. Du bist sehr schnell groß geworden. Das habe ich schon oft gehört. Doch empfinde ich das gar nicht so. Vor ein paar Jahren warst du noch ein Baby und heute? Sieh dich an, was aus dir geworden ist. Und was wäre das? Ein scharfsinniger und hochintelligenter Junge. Dir entgeht nichts und du hast ein feines Gespür für die kleinen, aber wichtigen Dinge. Ist das etwas Gutes? Allerdings. Cool, dann finde ich es auch gut. Crony. Wo ist Crony? Da ist Crony. Lass uns mit Crony reisen. Gut, gehen wir der Sache mit den Chips nach. Aufbruch in 3, 2, 1. Baute mehrere Einheiten direkt vor uns. Da machen wir schnell, bevor sie wieder verschwinden. Scheiße. Ich weiß nicht. Ich bin direkt hinter dir, Commander. Da vorne. Ein ganzer Arsch voll von diesen Eimern. Oh, scheiße. Das wird nicht unlustig. Ja, los, Crony, drauf, auf sie mit Gebrüll. Granate. Granate. It's time for the Türöffner. Huch. Das ist mir aber peinlich. Wir haben ein paar Granaten.